Ja, ich bin sehr froh, bei diesem Format für Nachwuchswissenschaftler mitmachen zu dürfen. Bin ja schon ein bisschen älter. Ich habe auch mal promoviert und damals war mein Ziel, dass meine Dissertation als PDF so groß ist, dass sie noch auf eine Diskette passt. Ja, wenn ich heute meine jungen Kollegen frage, wenn ich denen das erzähle, dann fragen die mich, was ist eine Diskette? Ja, ich habe mir für den Vortrag das Ziel gesetzt, unter die ersten drei in der Wertung zu kommen und bin sehr zuversichtlich, dass ich das auch erreiche. Ja, von daher bin ich jetzt auch ganz entspannt. Ja. Es geht also primär zwar um technisches Sicherheitsmanagement, um TSM, aber da das ein sehr trockenes Thema ist, wie viele meinen, geht es mir eigentlich um Verantwortung. Und ich werde jetzt das Thema Verantwortung auseinanderbauen und hinterher wieder zusammensetzen, um zu zeigen, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Da ist jetzt noch meine Frage an die Runde. Wer hat Führungsverantwortung in einem netzbetreibenden Unternehmen? Ja, also einige, hatte ich auch so erwartet. Ja, man trifft ja auch in der Branche immer dieselben Leute auf den Veranstaltungen. So, jetzt steigen wir mal ein in das Thema Verantwortung. Und da gibt es den Herrn Meyer. Mustermann wollte ich nicht nehmen, das ist so abgedroschen. Der ist jetzt gerade technischer Leiter geworden bei einem Netzbetreiber, bei einem Stadtwerk. Und er stellt sich jetzt die Frage, wenn ich jetzt Führungskraft bin, da habe ich doch sicher auch Verantwortung. Die Frage kann ich schon mal bejahen, denn der Herr Meyer wird da sicher ein bisschen besser bezahlt werden als seine Meister und Monteure. Das heißt, er ist eher bei den zweistelligen Vergütungsgruppen. Und wenn man da im Tarifvertrag mal anschaut, in der Entgeltordnung, was mit diesen höheren Vergütungsgruppen verbunden ist, dann steht da, dass sich solche Tätigkeiten insbesondere durch das Maß der Verantwortung von der Masse abheben. Also die Verantwortung ist da und für die Verantwortung gibt es eben mehr Geld. So, was bedeutet jetzt Verantwortung? Bedeutet das sowas wie Schuld sein oder bedeutet das, dass man zuständig ist oder dass man ein Amt hat? Das ist eine sehr philosophische Frage. Ich habe mir einfach das Wort angeschaut und in dem Wort Verantwortung steckt ja Antwort drin. Das heißt, eigentlich geht es darum, man muss Antwort geben. Und zwar Antwort geben, dann, wenn irgendwas Unangenehmes passiert ist. Ja, zum Beispiel eine Störung. Da lautet dann die Frage, wäre das vermeidbar gewesen? So, das wird dann natürlich noch ein bisschen umfangreicher. Da wird dann die Frage gestellt, gab es vielleicht schon Vorschäden, an denen man hätte erkennen können, dass sowas passieren wird? War das Personal auch qualifiziert und geschult, um die Anlage richtig betreiben zu können? Wann ist die das letzte Mal inspiziert worden? Wo ist das Inspektionsprotokoll und so weiter und so fort? Und mit der Antwort, ja, das ist halt höhere Gewalt, kann passieren, gibt sich dann leider niemand zufrieden. Und die Mutter aller Fragen, die dann immer hinterherkommt, ist, haben Sie das schriftlich? Also, haben Sie es schriftlich, dass inspiziert worden ist? Haben Sie es schriftlich, dass Ihre Mitarbeiter unterwiesen worden sind? Und die Antwort lautet dann oft überraschenderweise nein. So richtig schriftlich habe ich es nicht. So, da kann Folgendes passieren. Da muss man die Verantwortung eben übernehmen. Ja. Schlimmstenfalls geht man ins Gefängnis, aber es reicht natürlich auch schon, dass man das Image versaut hat. Wenn man aber sagen kann, ja, dann verschwindet diese Ereigniskarte wieder und man hat alles richtig gemacht. Verantwortung hat auch noch die Komponente Haftung. Da sagt der Herr Meyer, ja, ist für mich kein Thema, ich habe eine D&O-Versicherung. Aber wenn man mal in den deutschen Corporate Governance Codex reinschaut, dann steht da drin, dass Unternehmen verpflichtet sind, wenn sie D&O-Versicherung abschließen für ihre Führungskräfte, einen ziemlich saftigen Selbstbehalt zu vereinbaren, um denen einen gewissen Anreiz zu geben, ihre Verantwortung auch wirklich wahrzunehmen. Also so leicht kommt man nicht davon. So, wie kann man Verantwortung wahrnehmen? So, man kann sie abschieben an jemanden, das nennt sich dann Delegation. Funktioniert nicht. Ja, man kann Verantwortung nicht delegieren, man kann Aufgaben delegieren, aber leider keine Verantwortung. Ja, ich habe es auch probiert, hat nicht funktioniert. Sondern was muss man tun? Man muss für Kompetenz sorgen, man muss Regeln schaffen, muss das alles dokumentieren und auch noch überwachen, dass es eingehalten wird.
Und das ist dann die Führungsaufgabe oder wie man es in Netzen nennt, man muss also ein technisches Sicherheitsmanagement betreiben, ein Managementsystem. Einfach eine Methodik, mit der man sicherstellt, dass man seiner Verantwortung nachkommt. Und der FNN hilft auch dabei. Es gibt also im Regelwerk die Anwendungsregel, der Nummer steht da, brauche ich nicht vorlesen. Und da geht es um Qualifikation und Organisation von Versorgungsunternehmen. Da steht also drin, was man als verantwortliche Führungskraft beachten soll. Wird dann noch ergänzt durch Leitfäden mit ein paar hundert Fragen, anhand derer man überprüfen kann, ob man es richtig macht. So, zum Thema Kompetenz. Da stellte Herr Meyer die Frage, Qualifikation, aber auch Befugnisse. Und das sieht er ganz richtig, denn Kompetenz bedeutet nicht nur, dass man irgendetwas kann, sondern auch, dass man es darf. Beides muss zusammenpassen. Also die Mitarbeiter von dem Herrn Meyer, die brauchen nicht nur eine einschlägige Ausbildung, sondern er muss sie auch ermächtigen, bestimmte Dinge selbsttätig, eigenverantwortlich zu entscheiden und zu veranlassen. Und auch bei ihm selbst, da gibt es dann die Funktion der technischen Führungskraft, die ist im FNN-Regelwerk beschrieben, was da mit zusammenhängt. Und da kann er sich also anhand dieser FNN-Anwendungsregel schon ziemlich gut vorstellen, was seine Aufgaben sind als Führungskraft, für die er eben besser bezahlt wird als andere. Dann stellt er die Frage, welche Regeln muss ich denn jetzt setzen? Was gibt es denn da alles für Regeln? Im Wesentlichen die technischen Regeln kommen vom VDE, vom FNN und er muss er selbst Regeln schaffen und zwar für die Organisation und auch eine gewisse Werknormung, also technische Regeln intern. Also zum einen Regeln einhalten und zum anderen Regeln schaffen. Jetzt kommen wir zur Dokumentation. Das ist eigentlich sogar das Wichtigste, wo es die größten Defizite gibt. Und da hört man oft das, was auch der Herr Meyer hier sagt, was soll ich denn noch alles machen? Ja, das liest doch später eh keiner. So, im Prinzip ja, aber irgendwann will es doch mal einer lesen und dann gilt der Spruch, was nicht dokumentiert ist, hat nicht stattgefunden. Ja, das sagt der Auditor, das sagt der TSM-Prüfer oder schlimmstenfalls sagt es der Staatsanwalt. Ja, und das ist nichts anderes als die Frage von vorhin, haben Sie das schriftlich? Und wie kann man das schriftlich haben? Durch Dokumentation der Regeln, der Bestandsdaten und der Bewegungsdaten. Also Regeln. Man braucht natürlich das VDE und das FNN-Normenwerk, das muss man vorrätig haben und dann muss man für wichtige Dinge, wie zum Beispiel, wie man Trafostationen auslegen möchte, sollte man eine Werknorm haben, einen internen Standard. Das heißt, diese Regeln, die man sich selbst gesetzt hat, die sollte es schriftlich geben. Bestandsdaten ist eigentlich klar, GIS, technische Daten. Und was ist mit Bewegungsdaten gemeint? Wenn man eine Inspektion macht von dieser Trafostation, dann sollte es darüber ein Protokoll geben. Steht hier Inspektionsbericht und das muss auch kein großer Roman sein, da steht einfach drin, ist in Ordnung, Grünpflege erforderlich und so weiter. Und das genau sind die Bewegungsdaten, damit wird also dokumentiert, was geschieht. Für die ganze Dokumentation gibt es den Begriff Betriebs- und Organisationshandbuch. Also alle meinen, man müsste da ein Handbuch schaffen. Und da sagte Herr Meyer, ja, kann ich nicht einfach so ein Handbuch fertig kaufen? Ja, im Prinzip ja, aber was man auf keinen Fall machen darf, ist dann suchen und ersetzen, Musterhausen durch den eigenen Namen. Weil genau das, was dabei rauskommt, ist eine unwirksame Dokumentation, weil sie überhaupt nicht das wiedergibt, was tatsächlich gelebt wird. Ja. Ja, dann sagte Herr Meyer natürlich auch, er hat ja eigentlich viel zu tun, er hat keine Zeit, dicke Handbücher zu schreiben und seine Leute haben auch keine Zeit, das zu lesen. Klar, wenn man sich das anguckt, so eine richtige Bleiwüste, das liest da wirklich keiner. Aber dann ist das dann noch angereichert mit lauter Verweisen auf Gesetze, die man einhalten soll. Ja, ist aber falsch, ist auch unwirksam. Eine Dokumentation, die die Mitarbeiter gar nicht verstehen, die nicht gelebt wird, die ist unwirksam und es ist schade, um die Zeit, sowas zu machen. Das heißt, richtig wäre zum Beispiel eine Checkliste, kurz und knapp,
Und damit kommt man dieser Verpflichtung wirksam nach. Der Herr Meier muss seiner Verantwortung auch der Überwachung nachkommen. Nicht Stasi-mäßig, sondern er muss intern als Führungskraft Kontrollen machen, wie auch immer man das nennen will. Und optional gibt es noch die Möglichkeit, dass er sein technisches Sicherheitsmanagement vom FNN überprüfen lässt. Und bei dieser Überwachung überprüft er einfach, ob vom Umfang her, von der Häufigkeit und so weiter, ob das so geschieht, wie es vorgesehen ist. Ja. Dann komme ich jetzt zum Schluss. Also, wenn der Herr Meier die Frage stellt, wie kann ich meine Verantwortung, die ich habe, wirklich wirksam wahrnehmen, so, dann würde ich ihm ein Betriebshandbuch verkaufen. Nein, natürlich nicht. Ja, ich kann überhaupt kein Betriebs- und Organisationshandbuch verkaufen, weil das nicht geht. Ja, ich kann auch keinem Bewerber ein Bewerbungsschreiben verkaufen oder einen Lebenslauf. Das muss natürlich jeder für seine Verhältnisse selber machen. Sondern beim technischen Sicherheitsmanagement geht es um drei Dinge. Es geht darum, dass man sich zeitgemäß organisiert, also man kommt dadurch auch voran. Das ist ein gewisser Fortschritt zu einer modernen Unternehmenskultur. Man nimmt seine Verantwortung wirksam wahr und als Krönung, wenn man das möchte, gibt es dann noch die Möglichkeit, sich durch den FNN als Fachverband extern zertifizieren zu lassen. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und übergebe zurück an Simon. Vielen Dank. Einen kräftigen Applaus.